So, hallo, ja, jetzt sind wir wieder in Freinsheim, nachdem wir, Entschuldigung, gut gespeist haben, so schon fast seniorenmäßig im Café, haben wir jetzt diesen Rundgang eingeschlagen. Und zwar seht ihr hier die Mauer, die Stadtmauer von Rhein-Rheinsberg. Wir laufen jetzt hier einmal rum, sozusagen. Nicht Cognac, sondern rum, wie ein Heinz Erhardt sagen würde. Wir laufen jetzt einmal um Freinsberg herum. Herum, ja. Und zwar in Freinsberg, um Freinsberg herum. Also hier ist die Mauer. So, da ist nochmal eine Mauer. Natürlich eine Stadtmauer, keine Berliner Mauer oder so, sondern eher die Freinsberger Mauer. Hier seht ihr auch, da steht Stadtmauer Rundgang, aber wir gehen in die andere Richtung. Und ja, also ich fand das sehr anheimelig. Übrigens, Assoziationen, die mir kommen, ist Rothenburg ob der Tauber. Oh. Ein böser Kommentar von dem frechen Josua. Ja, also ist nicht so frech für mich. Ja, Rothenburg ob der Tauber, ich erinnere mich, dass ich da auch mal war, hat auch eine sehr intakte Stadtmauer. Natürlich, Nürnberg hat eine Stadtmauer. Wir erinnern uns alle an das Wappen von der Nürnberger. Dann, wer hatte noch alle Stadtmauern? Kennt ihr noch ein paar? Carcassonne fällt mir ein. In Frankreich hat eine Stadtmauer. Und wer hatte noch so tolle Stadtmauern? York in England hat auch eine Stadtmauer, sehr schöne Stadtmauer, die da eben auch zu besichtigen ist. Man kann auch auf ihr rumlaufen. Übrigens, spontan fällt mir ein gerade, ja, ich habe dann meine Führung mitgemacht damals, als ich in York war, während meiner Erasmus-Zeit. Ich war ja Student, als Erasmus-Student in England tatsächlich. Und damals wurde mir erzählt, dass das war so ein Hügel und oben war so eine Burg irgendwie in York, irgendwie, dass damals alle jüdischen Mitbürger zusammengetrieben wurden und wohl dabei erschlagen wurden im Mittelalter. Und ich stand da und habe nur gedacht, oh, sag mal lieber kein deutsches Wort. Aber da waren die natürlich auch nicht stolz drauf. Und auch wenn ich tatsächlich mal den Holocaust erwähnte in England, kam immer gleich der Kommentar, ja. Die Hexen wurden im Mittelalter auch in England nicht gut behandelt. Habe ich allerdings ein bisschen das Mengenverhältnis angedeutet, dass das doch etwas anders war in Deutschland. Aber gut. Ich wollte nur sagen, so viel zu Stadtmauern und York. Wie gesagt, nicht New York, sondern York, was da im Norden von England, so in der Nähe vom Lake District ist. Also nördlich von Kingston upon Hull, wo ich studieren durfte. Und dann. Wen gibt es denn noch mit einer Mauer drumherum? Natürlich der Vatikan. Ich bin einmal um den Vatikan sogar herumgelaufen, habe ich euch schon mal erzählt. Tatsächlich, dauert so 2, 3 Stunden. Dann kann man einmal um den Vatikan rumlaufen. Aber es war Ratzinger noch nicht pensioniert, obwohl der ist ja gar nicht pensioniert. Aber es war ganz interessant. Das war ein Staat, den ich sozusagen umrundet habe, innerhalb von 3 oder 4 Stunden. Weiß auch nicht, war da irgendwie in Italien, also in Rom. Ich glaube damals mit meinen Eltern. Irgendwie hatte ich Zeit und die Uffizien und so, das fand ich alles nicht so doll. Oder kannte ich schon, weiß gar nicht. Sixtinische Kapelle, also nicht die Swingkapelle, sondern die Kapelle mit den Bildern von Leonardo. Ja, da war ich und dann bin ich halt einfach mal einmal um den Vatikan herumgelaufen. Das geht tatsächlich. Ist halt ein Stadtteil oder ein Teil von Rom. Ja, und der Papst ist sozusagen der oberste Bischof. Ach ja, hier können wir mal gucken. In Rom und natürlich auch im Rest der Welt. Naja, okay. Insofern, das habe ich halt. Wo gab es denn noch Stadtmauern? Mal überlegen. In. Ich filme mich mal hoch. Wo gab es noch Stadtmauern? Naja, auf jeden Fall viele Stadtmauern der Welt gibt es. Ja, Koblenz hatte tatsächlich auch mal eine Stadtmauer oder noch mehr Stadtmauer, als man heute noch sieht. Ansonsten, naja, früher gab es viele. Trier hat natürlich eine Stadtmauer, richtig. Also es gibt viele Möglichkeiten. Und
Ah ja, Welt schon ein ganz angenehmes Gefühl. Wir hören gerade hier Fremdenführer Josua über die Mauer sinieren. Und ja, warum überhaupt Mauer, ne? Oh ja, da sage ich nochmal kurz mein, also die ganzen Burgen oder Castles am Mittelrhein sind ja eigentlich Ausdruck von dieser Zollhoheit. Ne? Jede Burg hatte so ein Zollgate unten und jeder musste ein bisschen zahlen, wenn er ein bisschen fuhr. Und dann mussten die sich da halt in so einer Burg zurückziehen, dass es da nichts passiert. Und tatsächlich ist das meiner Meinung nach heute nicht mehr nötig. Natürlich sehen wir ja, die Burgen gibt es noch, aber es wohnt da eigentlich so gut wie keiner, beziehungsweise es ist total teuer, beziehungsweise umständlich und kalt. Denn man hat in die Bildung investiert, in Köpfe. Und siehe da, wir haben sowas wie Schengen-Abkommen oder Schengener Raum und Europa. Und diese ganzen Grenzen und Mauern sind gar nicht mehr nötig, weil die Menschen sich einfach so begegnen und dann braucht man nicht mehr so viel Geld in Mauern, in Waffen und so investieren, sondern in Bildung. Und dann können Menschen in Sprachen, können sich begegnen, können reisen, Ryanair, was nicht alles. So, das ist sozusagen ein Gedanke zu diesen Mauern, weil natürlich haben wir in Israel tatsächlich auch so eine blöde Mauer und in Berlin hatten wir die ja auch. Ja, daher höre ich mal mit der Mauer, mit dem Tor auf. Dann alles Gute und bis später. Stets den Weltfrieden unterstützend. Grüßt Peter. Tschüss.